Schönen guten, fast noch Morgen. Oder guten Mittag, was auch immer. Schön, dass ihr es zu uns gefunden habt. Wir starten ein Experiment heute. Also wir haben im letzten Jahr, wer war denn letztes Jahr schon bei unserem Vortrag? War da jemand? Gut, da haben wir das ein bisschen versucht mit Interaktion. Diesmal machen wir es noch mehr. Ja. Wir sind einfach schlechter vorbereitet. Und in der Summe wisst ihr sowieso viel mehr als wir, ne? Das auch nochmal. Wichtige Grundregel beim agilen Arbeiten, alle anderen wissen mehr als man selbst. Vorstellung, wer sind wir? Soll ich anfangen? Ja. Ihr seht es dahinter, warum stellen wir uns hier vorne auf? Ich bin von der Rewe Digital in Köln, die Rolle heißt gerade Chief Scrum Master unterwegs, kümmere mich um die Scrum Master, um die agilen Coaches, um Transformation, zur Hälfte auch um HR-Themen und bin schon seit relativ langer Zeit unterwegs zu gucken, was ist das denn überhaupt, gerade dieses agile Arbeiten und warum funktioniert das denn und warum funktioniert das denn so oft nicht. War in verschiedensten Rollen schon unterwegs. Ich bin als Softwareentwickler früher mal gestartet, habe den Weg dann unglücklicherweise verlassen und bin dann über verschiedene Scrum Master, Coach, Leitungs-, was auch immer Rollen halt dazu gelandet, dass ich heute hier stehe. Und möchte auch von meinem großen Schatz an Fehlleistungen, Fehlschlägen und dummen Fehlern euch heute ein paar Sachen noch mit auf den Weg bringen. Wer bist du? Ich bin der andere hier, Daniel. Ich bin auch schon ein paar Jahre in dem ganzen Kontext unterwegs, in unterschiedlichen Unternehmen. Wie mein offizieller Titel ist, traue ich mich fast nicht zu sagen. Ja. Okay, danke. Soll ich sagen? Ich bin zentraler Prozessmanager Projektmanagement bei einem Konzern. Warum? Ja. Ich schreibe lieber Seniorberater, das steht in unseren Verträgen irgendwie so drin und arbeite auch als Agile Coach bei der DB Systel aktuell. Den Erfahrungsschatz, die vielen Jahre habe ich nicht nur aus der DB Systel, sondern aus unterschiedlichen Unternehmen in unterschiedlichen Größen. Da ist aber größenabhängig oder unabhängig sind häufig die Probleme gleich. Ich will auch, weil es hier diesmal nicht steht, beim letzten Mal stand es, vielen Dank für die wunderschöne Visualisierung. Unsere Künstlerin sitzt sogar heute hier. Annika, vielen Dank. Ja. Und genau, das soll schon zu uns gewesen sein. Das ist das Problem. Also bei uns ging es jetzt schon so, wir haben jetzt so viele verschiedene agile Methoden versucht anzuwenden in den letzten Jahren, in den verschiedenen Unternehmungen da ist so viel fehlgeschlagen und so viel Schmerz und so viel Konflikt gewesen, dass wir sagen, irgendwie fühlt sich das an, als ob wir schon 20.000 Jahre sinnlos unterwegs gewesen wären. Aber in Summe? Summe, wir beide zusammen. Also ich eher 4 Jahre und er 19.996. Ja. Ganz wichtig ist der Kontext, über was reden wir denn heute. Wenn wir über irgendwelche Dinge reden, geht es immer um Sachen, die in größeren Unternehmen passieren. Ne? Also nicht, wenn so 5 bis 7 Leute zusammenarbeiten oder auch 10 oder 15, sondern was passiert denn, wenn, ich sag mal, mehr als 15? Und das fängt ja schon an mit 15, 20 Leuten. So 21 sind 21 auch mehr. Ist auch mehr, ja. Mein aktueller Kontext ist irgendwas um die zwischen 30 und 680 gerade Leuten. Bei dir ist es ja auch noch ein bisschen größer. Ja, also zentraler Prozessmanager Projektmanagement sind ungefähr nur 400 Projektmanager. Aber in der Systel, vorhin wurde es schon gesagt, sind es 4.200 Mitarbeiter aktuell. Ja. Und bei allen, wir reden halt über diese ganzen Effekte und Situationen, die halt entstehen, wenn man mit einer größeren Anzahl von Leuten versucht, das einzuführen. Ne? Was man so neudeutsch, das nennt man ja agile Transformation. Ne? Das macht man ja und man will agil sein und agil werden und dann ist man irgendwann agil. Ist ja auch jetzt heute und gestern das Thema, es geht ja um Unternehmenskultur und dass die ja besonders wichtig ist und das Erlangen der passenden Unternehmenskultur auch wirklich nötig ist, um diese ganzen Methoden sinnvoll anzuwenden. Nun muss man sagen, ja klar, ganz einfach, mach einfach eine richtige agile Transformation, kriegst du eine richtige Unternehmenskultur, fertig, tschüss. Geht aber nicht. Da unten haben wir so einen Satz hingeschrieben, der bei uns zumindest relativ oft fällt. So, wer kennt den auch? Irgendwie so, setzt mal XYZ durch irgendwas anderes. Mal kurz Arme hoch. Hätte schon mal was eingesetzt und es klappt nicht. Ah, das ist gut. Es sind aber relativ viele, die alles, was sie einsetzen,
richtig gut hinkriegen und es funktioniert. Ich würde gerne alle Kontakte haben von denen, die die Hand unten haben. Dann gucken wir mal. Ja, dann kommen wir doch direkt zu unserem Experiment, oder? Also unser Experiment, halt noch nicht. Ha. Ich will es vorher sagen, ist, dass wir euch im Anbetracht der Tatsache, dass gleich das Mittagessen auf uns wartet, dass wir mit dem Fazit anfangen. Dann können alle, die keine Lust haben, mit uns zu reden, gehen und sich an die Schlange schon anstellen und ganz früh was zu essen kriegen. Und dann gehen wir auf die einzelnen Tools ein. Ja, genau. Deshalb, wir haben halt Lust, auf jeden Fall mit euch zusammen was zu machen, mit euch in die Diskussion zu gehen, zusammen Punkte zu entwickeln. Deshalb auch hier. Das Fazit ist genau auch die letzte Folie, die wir heute mitgebracht haben. Könnt ihr gerne abschreiben oder fotografieren. Das reicht so schon, ne? So. Vier Sätze. Ohne Fazit kann man nicht aus so einer Session rausgehen. Genau. Ganz wichtig ist, dass das, was jetzt kommt, dass wir das auf jeden Fall mit euch zusammen machen wollen. Und ihr entscheidet auch, worüber wir reden und wie lange wir darüber reden und wie tief. Und wir versprechen, dass wir wahrscheinlich ungefähr auch bei dieser Art von Fazit dann wieder landen werden. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und wann entscheidet ihr auch? Ne? Wir haben gesagt, strategisch wäre es wahrscheinlich gut, 10 Minuten vor der offiziellen Zeit aufzuhören, damit noch genug Zeit ist, nach oben ans Buffet zu gehen, weil die Schlange am Buffet immer so lang ist. Ja. Wir gucken mal, wie es kommt. So, das ist jetzt unsere zentrale Folie, sagt man ja. Mehr haben wir nicht vorbereitet. Hast du eigentlich nochmal gezählt, ob es wirklich 20 sind? Nein. Egal. Also bestimmt. Letztendlich, wie vor einem Jahr, die Teilnehmer, die da schon da waren, wissen, wie es läuft. Das sind die Themen, über die wir gerne mit euch sprechen möchten. Die Themen, über die ihr sprechen möchtet, müsstet ihr uns sagen. Und dann ruft jetzt einfach irgendjemand rein, der sich am meisten traut, über was er gerne sprechen würde. Mit uns allen. Retros. Retrospektiven. Sehr Retrospektiven. Gut. Wer hat denn gute Erfahrungen mit Retrospektiven gemacht? Okay. Wer hat auch schon mal nicht so gute Erfahrungen mit Retrospektiven? Oh, das ist pari. Oh, gut. Ist gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Die Frage ist ja, vielleicht rede ich und du schreibst, weil es ist bei mir schwierig und ich kann das eh nicht so gut. Was waren das Punkte? Warum lief das denn schlecht? Was habt ihr für Beobachtungen gemacht da bei einer Retrospektive, wenn es nicht gut läuft? Gleich mal. Da hinten einer. Ah. Okay, oh, wir brauchen jetzt immer Mikros. Oh Gott, das wird schwierig. Ich laufe jetzt viel rum, das ist gesund. Das ist auch gut, ja. Okay. Ja, wenn man nicht weiß, warum man Retrospektiven macht. Machst es dir leicht, hier steht warum. Ja, einfach, ne? Also, kein Ziel. Kein Fokus, genau. Kein Ziel auf irgendwas. Ich weiß nicht, warum ich da sitze und was wir eigentlich wollen. Also das ist eine Meeting-Einladung, heißt Retrospektive und dann kommen wir halt zusammen. Ne? Spannend. Vielleicht erfordern. Warte, komm, sonst kriegst du meins. Mangelnde Nachverfolgung. Also man hat sich zusammengesetzt, hat ganz viel diskutiert, viel Outcome produziert, aber es wird einfach nicht nachgehakt. Und dann ist das nicht mehr so richtig wirksam, ne? Und dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr drauf. Darauf aufsetzend, es wird überhaupt kein Output generiert. Es wird kein Output generiert. Warum denn nicht? Warum wird kein Output generiert? Ja, das kann viele Gründe haben. Das Ziel war nicht bekannt. Die Leute setzen sich zusammen, schimpfen viel. Ne? Also es wird so eine Meckerrunde und wir kotzen uns alle mal aus. Aber keiner ist fähig, daraus Maßnahmen abzuleiten. Mhm. Ja, sehr gut. Ich bin total froh. Warum? Ja, weil ich all das kenne und gedacht habe, es ist nur bei mir so. Das ist gut. Also tatsächlich, weitere Punkte, sorry. Ja, oder die Leute trauen sich auch nichts zu sagen, es kommt nichts raus. Also der vertraute, ne, dieser vertrauliche Rahmen, der dann wahr ist. Hat jemand von euch denn erlebt, dass in der Retrospektive Manager mit dabei sein wollen und die sitzen dann da zum Beispiel? Teilweise nicken. Kann gut funktionieren manchmal, ne? Vielleicht auch manchmal nicht. Das ist tatsächlich interessant, zwar jetzt keine Retrospektive, geht aber in die ähnliche Richtung, ein Abteilungs- oder ein Fachbereichs-Meeting bei uns, ganz vor ein paar Tagen, mit Beteiligung der Geschäftsführung, einer der Geschäftsführer, der sich einfach auch wirklich nur aus Interesse da reingesetzt hat, machen das immer in so einem Lean-Coffee-Format und die Anzahl der Themen waren dort seltsamerweise, weiß nicht, nur so 30% von dem, was da sonst steht. Und ich selbst habe bei mir selbst gemerkt, dass es eine Reihe von Themen gibt, die ich vielleicht sonst angesprochen hätte, bei der ich da gedacht habe, oh, das ist vielleicht eine hitzige Diskussion, die vielleicht nicht so gern gesehen ist. Und das, ich meine, ihr habt es vorhin gehört in der Keynote, selbst in einem Unternehmen, in dem
wir auch aus meiner Sicht relativ weit sind, auch kulturell für so einen großen Koloss. Selbst dort passiert mir das und ich arbeite so seit 10 Jahren. Ne? Also insofern, wenn wir jetzt müssten wir zurückspringen auf die Fazitfolie, ist egal, damit wir noch zu anderen Themen kommen. Oder gibt es noch andere Punkte, die hier gar nicht erstehen? Vielleicht noch einmal zur Meckerrunde. Häufig ist es auch so, dass über Sachen gemeckert wird, die jetzt nicht explizit das Team betreffen, sondern eher außerhalb des Teams liegen. Mhm. Dass man so ganz große Sachen verändern will. Und da wäre es wahrscheinlich besser, sich auf kleine Sachen zu konzentrieren, die im Team auch direkt gelöst werden können, anstatt das jetzt immer den Scrum Master mitzugeben. Zu sagen, hier, sieh mal zu, dass das außenrum läuft, dann wird es bei uns interner noch besser. Auf dem Weg dahin sag ich mal was. oft wird nicht nach dem Warum dessen, was man tun will, gefragt. Warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas nicht? Sondern es gibt Menschen, die glauben, so funktioniert es, und es gibt Menschen, die glauben, anders funktioniert, und dann streitet sich der Pragmatiker mit dem, der es professionell machen will. Eine Sache, die Retrospektiven sehr schwierig machen kann, ist unerfahrene oder inkompetente Scrum Master. Es traut sich jemand, das zu sagen. Auch ein guter Punkt. Ja. Das ist tatsächlich was, wo man eigentlich denkt, Retrospektiven, ne? Es müsste ja eigentlich einfach sein, weil das ist ja was, da gibt's ja auch 5 Phasen, es gibt ganz viele Tools, was mache ich denn in welcher Phase, wie hole ich die Leute ab, ich brauche einfach nur einen Raum und eine Tür, mehr brauche ich gar nicht. Aber man merkt schon, da gibt's schon, da auch schon ganz viele Gründe, warum das nicht läuft, ne? Also ich hatte, von dieser Woche hatte ich auch noch genau so ein Beispiel, wo ich sage, ja stimmt, das ist genau das, da wurde ich zu einer Retrospektive gerufen von Product Ownern, die gesagt haben, wir müssen unseren PO-Sync retrospektieren. Und da waren dann Product Owner und Scrum Master drin und wir haben da 3 Minuten die Scrum Master rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, wir können gar keine Retrospektive machen, weil da so wenig Vertrauen gerade drin ist. Die müssen einfach mal offen miteinander sprechen. Und dann nach weiteren 3 Minuten haben wir rausgefunden, wir brauchen gar keine Retrospektive, weil dieses Meeting einfach Müll ist. Und das hat gar kein Ziel, das hat irgendeiner eingestellt und keiner weiß mehr, warum wir uns überhaupt treffen. Das muss man auch nicht retrospektieren, sondern das kann man einfach sein lassen. Aber man hat es halt trotzdem gemacht, weil jetzt hieß halt Sync und Sync ist was Gutes und Product Owner ist was Agiles und Retrospektive macht man halt alle 2 Monate mal. Wenn keine Verbesserung rauskommt, kann es ja auch heißen, dass es schon super ist, ne? Ist toll, vielleicht. So tatsächlich gucken, also was retrospektiere ich eigentlich und warum und habe ich eigentlich den vertraulichen Rahmen? Und das Doofe bei Retrospektiven ist, also habe ich so einen Facilitator, der das kann? Und halte ich das zum Beispiel auch nach, weil so eine Retrospektive ist ja nur dann erfolgreich, wenn die Retrospektive vorher auch wirklich was gebracht hat, ne? Und man dann Vertrauen aufbaut, Stück für Stück, dass es auch wirklich eine kontinuierliche Verbesserung ist und nicht ein kontinuierliches Treffen. Ne? Ich meine, manchmal gibt es Cola-Fläschchen oder Chips oder sowas, das ist dann eigentlich auch ganz nett, aber richtig agiler, ne, wird man dann nicht. Ne? Ja, hilft vielleicht auch. Ja. Gut. Weitere Themen. Genau. Gehen wir mal zu einem anderen. Was habt ihr noch für Ideen? Warte, die hinten waren schneller, bitte. Jira, oh ja. Das ist auch ganz besonders toll. Wer setzt Jira bei sich ein? Super, fast alle, ne? Toll, toller. Und wer ist deswegen schon agil? Ah, einer. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr nur durch Einsatz von Jira agil werdet, da hinten. Ist auch so. Ist euch noch was aufgefallen, so beim Einsatz von Jira, wo ihr sagt, okay, das hilft uns jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade die Art von Agilität zu entwickeln, die wir haben wollen? Hatte einer schon mal ein Beispiel? Ja. Bei uns ist das Thema das, dass die IT-Abteilung Internet Service Jira benutzt. Die haben das bei uns auch insgesamt im Haus eingeführt und haben dann die Kunden im Haus, die Lines, die von denen sich was programmieren lassen, damit angebunden. So, die sind natürlich nicht agil und die kennen auch kein Scrum und gar nichts. Da ist also eine ganz große Wand zwischen den einen, die agil sind, für die Jira und Tickets völlig selbstverständlich sind, und die anderen, die eigentlich nur ihre Arbeit machen wollen und ständig von irgendwelchen komischen Aufgaben und merkwürdigen E-Mails gestört werden. Also da fehlt völlig die Einführung, das Gemeinsame. Also wenn schon agil, dann müssen auch alle am Prozess Beteiligten agil sein. Das ist super. Das elektronische Tool übernimmt dann die Kommunikation, ne? Ist doch super. Kommunikation nur noch über Tickets. Und alle Informationen, die dann dabei rauskommen, sind dann auch in irgendwelchen Tickets und verteilen sich das ganze gesamte System, dass man sie nie wiederfindet. Ich gehe mal wieder hier nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe das ganz oft erlebt, gerade wenn man sowas wie Jira hat. Da sind ja elektronische Tools sind schon sehr flexibel, aber vielleicht nicht so, wie man es gerne hätte. Ne? Also dann macht man das auch mal so, dass man sich einfach mal mit seinem Prozess im Team einfach mal nach dem Tool richtet, weil man sagt, ja, wir hätten jetzt gerne noch den und den.
Story-Typ oder was auch immer, aber es ist gerade ziemlich schwierig, den einzubauen, deshalb machen wir das erstmal nicht. Ne? Oder wir benutzen das, was da so vorgegeben ist, und das heißt ja Scrumboard und da sind Reports drauf und das ist schon ziemlich gut eigentlich, ohne dann zu, also ohne mal zu hinterfragen, spiegelt das überhaupt meinen Prozess wider, den ich da mache. Ja, genau. Das gibt, das ist aber ein neues Plugin, das kenne ich noch nicht. Es sagt einem, wann man die Retro machen muss, war der Einwand. Ja. Also, ich sag mal, ich habe in Teams, mit denen ich gearbeitet habe, auch die Erfahrung gemacht, nicht ausschließlich, aber häufig, dass gerade zum Anfang es sehr hilfreich ist, mit Papier zu arbeiten, weil man einfach viel flexibler reagieren kann. Man kann einfach schnell auf den Zettel was draufschreiben und so. Und so ein Tool gibt, so gut es auch ist, gibt diese Möglichkeit nicht. Aber ich habe auch durchaus erlebt, wenn Jira eingeführt wurde, dass gerade managementseitig die Wahrnehmung war, wenn wir jetzt mit so einem Tool arbeiten, dann haben wir es geschafft, dann sind wir ja wirklich agil, weil alle, die agil sind, nutzen dieses Tool. Ich komme da immer wieder auf ein schönes Zitat von Nigel Baker zurück, der immer sagt, Jira, where user stories go to die. Geht auch hier vorne noch ein. Spricht jetzt nicht unbedingt gegen das Tool, sondern eher gegen das Management. Man führt in Jira, man hat dort seinen Status drin und dann kommt ein Manager, der ruft an, der schreibt eine Mail mit, schreibt mir doch mal einen Statusbericht. Und ich sage, also ich nutze es ja genau deswegen, dass du genau siehst, was gerade Sache ist. Ja. Spannend, ne? Was hatte ich noch? Genau, ein so ein Ding, ne, wo ich glaube, der Falk sagte schon, dass... Das Doofe ist ja, elektronische Tools sind auch ganz toll, um Sachen da einfach hinzulegen. Ne? Man muss sich nicht entscheiden, so, die liegen da rum. Du kannst auch 500 Stories irgendwo da hinlegen, alles ganz toll. Machst dir ein anderes Board, was auch immer. Aber ob das dann wirklich die Probleme löst, die du hast, ist halt eine andere Sache. Ne? Was wir zum Beispiel auch relativ viel machen, ist, dass wir auch primär versuchen, mit physikalischen Boards zu arbeiten. Also einfach die Wand oder die Tür bekleben. Auch ruhig jedes Ticket, was in Jira ist, trotzdem nochmal an die Wand hängen, weil dann... Wenn irgendwann dann mal in der In-Progress-Spalte die Zettel bis nach unten hängen, bis zum Boden, dann weiß man, okay, man hat eigentlich auch ein Problem. Und in den Tools ist das immer so eine andere Sache. Das heißt nicht, dass Jira jetzt als Tool schlecht ist, aber dass das Tool nicht einen davon erlöst, dass man sich tatsächlich darum kümmern sollte, was passiert bei uns eigentlich im Prozess. Also Jira ist ja eigentlich ein Kommunikationsverschleierungswerkzeug. Und das ist das, was ich so gefährlich dabei finde, dass du halt eben die direkte Kommunikation, die wir ja an vielen Stellen so zu schätzen wissen, die kann man damit vermeintlich erzeugen, wenn ich dann über Kommentare kommuniziere. Und das ist halt eine asynchrone Kommunikation. Und wer guter Jira-Administrator ist, verbietet einfach die Kommentarfunktion. Das ist dann, das sorgt für direkte Kommunikation. Ja, das auch, ne? Oder die Vergleichbarkeit oder diese Statusberichterei, ne? Weil ich weiß nicht, wir sind bei uns mit 35 Teams ungefähr unterwegs, benutzen alle Jira, jedes hat ein eigenes Board, ein eigenes Projekt und jeder benutzt Storypoints. Ist natürlich total toll, wenn man da von außen guckt, wir machen jetzt mal einen Report, wie viele Storypoints pro Team sind da eigentlich? Ne? Also wird das besser oder schlechter, aber es ist ja absoluter Schwachsinn. Das hat ja nichts damit zu tun, wie es wirklich im Team läuft oder ob das wertvolle oder nützliche Tätigkeit ist, die da passiert. Und es ist nicht nur Schwachsinn, sondern es ist gefährlich, ja. Weil es Dinge suggeriert oder Dinge überträgt von einer alten Welt in eine neue Welt, die so nicht funktionieren. Genau. Nächstes Thema. Ich hab mal schon mal einen Strich drunter gemacht. Ich finde Jira sehr, sehr schön, sehr gut. Ja. Schwung. Noch bunt mal. Ja, mache ich. Was habt ihr noch für Vorschläge? Was? Großraum. Oh. Das ist ganz toll. Wer lebt denn in einem Großraumbüro? Guck mal, fast alle. Ja, ist jetzt mega modern, ne? Super. Und wer findet es blöd? Clean Desk. Oh, ja. Mit Clean Desk. Finden wenige blöd? Wie heißt das? Shared Desk. Das ist auch habt ihr irgendwelche, was findet ihr denn daran doof, zum Beispiel? Das ist eigentlich toll. Die Lautstärke. Ja. Man sagt ja eigentlich sehr kollaborativ und sehr agil, ne? Alle Leute, man kommt an allen Leuten vorbei, man kann viel miteinander reden, man hat viel direkte Kommunikation. Man sagt das, bis man die Studie gelesen hat, die nicht auf Befragung fußt, sondern auf Messen und genau das Gegenteil rausgekriegt hat. Doof, aber es ist ja viel günstiger, Großraumbüros. Ich habe das Gefühl, dass es manchmal übers Ziel hinausstößt. Also das, wo wir herkommen, ist ja sozusagen, dass ein Team über 12 verschiedene Büros verteilt ist. Und wenn wir dann sagen, okay, die können zusammenarbeiten, das ist natürlich toll, wenn die in Close Proximity, also nah beieinander arbeiten können. Super, da ist ja auch diese direkte Kommunikation sehr hilfreich. Wenn ich mal ständig neben welchen sitze, die über irgendwas quatschen und das in unangenehmer Lautstärke über was mich nicht interessiert, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe, ist das natürlich teuer. Und
eine Sache, die da noch reinspielt, ist, dass das, was wir eigentlich machen wollen, du sollst als Team dir deine Arbeitsumgebung gestalten können. Und wenn man das kann, dann sind auch Großraumbüros, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber die Option hat man ja häufig meistens gar nicht, sondern da hat irgendjemand etwas gestaltet, was scheinbar gut ist, weil es gerade hip. Und die Veränderungsmöglichkeit für die einzelnen Teams, um sich eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die für sie wertvoll ist, ist ja nicht mit eingebaut. Und dann ich habe auch vor ein paar Jahren in einem Unternehmen, einem kleineren Unternehmen gearbeitet, die auch Großraumbüros hatten, in denen mehrere Teams zusammensaßen. Die haben relativ schnell Kopfhörer und so Mickey-Maus-Ohren kostenlos verteilt, damit man sich konzentrieren kann, was den Effekt der direkten Kommunikation gleich wieder ad absurdum geführt hat. Ne, man sieht sich zwar, wenn man die Monitore nicht zu hoch hat, aber so richtig kriegt man dann die anderen auch wieder nicht mit und ist eigentlich mehr abgeschottet als in einem kleinen Büro. Man sieht sofort, dass der andere nicht gestört werden will, während man, wenn man in sein Büro gehen muss, die Tür schon offen hat, ehe man das sieht. Und dann die Kommunikation schon da ist. Ja, ich denke, ein Problem in Großraumbüros ist auch die Möbelpolizei, die sofort einschreitet, wenn Tische verrückt werden oder man annähernd was individuell gestalten möchte. Also großes Problem, glaube ich. Individuelle Bedürfnisse werden teilweise auch einfach nicht berücksichtigt. Also ich brauche Wände und Papier um mich. Wenn ich jetzt auf einen Clean Desk komme, ja, schiebe ich mal einen Flipchart mit hin oder was? Ich glaube, ich habe selten erlebt, dass gerade bei dem Thema sind so die Leute, die sich um agiles Arbeiten kümmern und das Facility Management sind meistens ziemlich weit auseinander. Die müssten aber tatsächlich eigentlich ziemlich nah beieinander sein, ne? Weil ich weiß nicht, bei uns war das auch so eine Geschichte. Wir sind mal gestartet mit, wir haben so Großraumbüros, aber jedes Team hat eigene 10 Tische für sich, dürfen sie machen, was sie wollen. Ist dann im Zuge von, wir werden immer größer und wir kümmern uns nicht richtig drum und es ist ja schwierig, sich um diese Facility-Themen zu kümmern. Haben wir jetzt auf einmal 12 oder 13 Tische in jeder Zehnergruppe, das heißt, in jedem Team sitzen automatisch noch ein halbes anderes Team plus ein oder zwei Leute, die telefonieren. Und zusätzlich ist es halt so laut, dass man gar nicht mehr richtig miteinander sprechen kann. Ne? Dann kommen dann diese Kopfhörer und. Was sagst du? Ja Mist, hätten wir vielleicht eher bei dem Prinzip bleiben sollen, dass wir Räume haben für maximal 5 Leute, die auch baulich nicht veränderbar sind. Ne? Also musst du schon gucken, inwieweit ist das kollaborativ sinnvoll, was denn da passiert mit den Großraumbüros. Vielleicht auch die beiden Meldungen? Hätte ich jetzt auch gesagt, also wir sollten klar die Unterscheidung machen zwischen Großraumbüro und Teambüros. Da gibt es wahrscheinlich einen riesen Unterschied. Also Teambüros sehe ich jetzt nicht gefährlich. Da hat man dann auch den kollaborativen Space, dass man Sachen an die Wand hängen kann. Das hat man da im Großraumbüro nicht. Und wenn alle das ganze Team jetzt auf 2 Büros verteilt ist, dann ist das auch nicht so hilfreich. Unser Großraumbüro hat genauso viele Wände wie ein normales Büro, aber es teilen sich halt mehr Leute. Das heißt, wir haben kaum Fläche, um irgendwas aufzuhängen. Zumal unsere 4 Wände fast nur aus Glas bestehen. Und wenn man irgendwelche haptischen Boards aufbauen will, geht schon nicht mehr. Dann kauft man große Whiteboards, die stellt man dazwischen und dann hat man wieder kleine Büros. Über das auseinandergerückte Facility Management und die Arbeitsweise kann ich auch berichten. Wir haben Großraumbüros und haben ganz viel Platz geschaffen für beschreibbare Wände und beklebbare Wände und so weiter und so fort. Und wegen des Datenschutzes ist das Facility Management dann rumgelaufen und hat ganz tolle Aufkleber draufgeklebt. Ne? Sowas wie kreativ ist vor dem Putzen und dass man doch bitte die Dinge, die man angeklebt hat, dann am Abend wegpackt. Ja? Und das ist natürlich total toll für eine agile Umgebung, ne? Wenn ich dann abends das Taskboard abklebe und erstmal meine kreative Wand wieder abputze. Das ist nett, dass Sie das gesagt haben. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da haben Sie es nicht gesagt, sondern getan. Da gab es die Policy, alles abzuhängen und dann ist man morgens, hat man überall die Boards aufgehängt, ist man morgens ins Büro gekommen, dann lagen die fein säuberlich gestapelt auf dem Tisch. Also weggeschmissen haben Sie es nicht. Aber das hieß dann, man musste dann erst mit dem Facility Management sprechen, dass das hängen bleiben darf. Und so. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft. Ja. Ne? Das muss ordentlich aber das sein. Ist jetzt nicht Großraum, das war kein Großraumbüro, aber trotzdem lustig. Ja. Nächstes Thema, ja, genau. Oder? Nächstes Thema. Komm, wir haben noch so viele und noch so wenig Zeit. So, Gilden war zuerst. Communities of Practice. Wer hat denn bei sich sowas Communities of Practice oder Gilden oder, sag mal, mega agil? Das ist total super. Die sind alle noch nicht so agil, weil so viele sind es nicht. Ja, aber die sind schon mal super agil an sich. Schon mal. Und das funktioniert das denn super? Also wer sagt, das löst jetzt gerade alles, was wir haben? Wer sagt, das macht euch agiler? Gut. Es gibt noch mehr Gründe für Besprechungen. Das ist echt praktisch.
Ja, das Ding ist, ne, was... Also wenn man Programmieren schwierig findet, dann gründet man eine Koi, dann muss man nicht programmieren, dann kann man sich besprechen. Ja, früher hieß es, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ich weiß nicht, ob genau. Erstmal, Falk. Also den spannenden Teil finde ich immer, das ist wieder das, wir fragen selten nach, wofür sind die denn eigentlich gut? Und der ursprüngliche Gedanke dahinter, wenn ich das recht im Kopf habe, korrigiert mich da bitte, ist, dass wir dadurch, dass wir unsere Arbeitsweise umgestellt haben, nämlich aus dem, die Leute arbeiten zusammen, die die gleichen fachlichen Fähigkeiten haben, zudem wir arbeiten mit den Leuten zusammen, die ein gemeinsames Produkt fertigstellen, dadurch fehlte der Austausch mit Gleichgesinnten im Sinne von, ich kann mich mal über meinen neuesten Scheiß unterhalten, weil die anderen hatten alle keine Ahnung, das waren ja alles Idioten. Und da sich auszutauschen, dafür ist das total sehr wertvoll. Sehe ich aber total selten, leider. Ja, also ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Also bei uns sind jetzt so viele Gilden schon hochgekommen und alle wieder gestorben, weil das immer wieder so ein Verlangen ist, wie wir sind so viele Leute und wir müssen doch jetzt mal, Frontend-Gilde zum Beispiel, wir müssen uns nur entscheiden, welche Frontend-Technologien jetzt für alle Teams wichtig sind. Mega wichtig. Und dann setzen sich da, wenn du Pech hast, wirklich 20 Leute hin. Ne? Also wenn du 20 Leute versuchst zusammenzukriegen, die alle 20 verschiedene Richtungen haben, wo es auch gar kein Bedürfnis gibt, dass irgendwas entschieden werden muss, die aber trotzdem versuchen, das zu tun, ne, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Ne? Und dann, das war bei uns dann auch so, das gärt dann so ein halbes Jahr hin oder ein Jahr, wenn es gut läuft, dann geht halt irgendwann keiner mehr hin in diese Gilde. Und da treffen die Leute die Entscheidung einfach in den Teams und wenn es nötig ist, holen sie halt dezentral die Leute aus den anderen Teams mit dazu. Wenn es schlecht läuft, hast du da so politische Ränkespielchen. Ne? Also die Frage ist wirklich, warum mache ich das? Ist das eine Austauschgeschichte? Oder ist es eher eine Entscheidungsgeschichte, wo wir unsere alten Muster vielleicht doch wieder anwenden wollen? Muss ich das jetzt genauso doof finden oder darf ich auch ein gutes Beispiel sagen? Du darfst auch ein ja, gutes Beispiel sagen. Ja, aber das schreibe ich nicht auf. Das war klar, Daniel. Also wir haben ja eben gesagt, wir sind unterwegs von einer klassischen Organisation in die Netzwerkorganisation. Und bei uns ist es tatsächlich ein Gedanke wert. Und wir glauben auch daran, dass es funktionieren kann, immer dann Governance-Verantwortung in Gilden hinzukommen. Und es macht auch Sinn, erstmal vom Kopf. Was wir zurzeit aber noch haben, wir haben eine klassische Organisation und wir haben auch schon die zukünftige Aufbauorganisation und es geht, glaube ich, tatsächlich auch hier, wie bei vielen anderen auch, das jetzt in der Balance gut dahin zu geben, wo es ist und die anderen lassen es dann auch sein. Und ja, ich bin gespannt, also in einem Jahr können wir sagen, wie weit wir da sind. Im Moment tun wir tatsächlich alles, wie können wir die Gilden stärken, damit es auch wirklich so gelebt wird und hingucken, ob es Sinn macht. Oder ob wir was anderes brauchen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Anmerkung wieder dann auch zu unserem Fazit. Wenn man sich natürlich überlegt, was es für einen Sinn haben kann und daran arbeitet, diesen Sinn zu erreichen, ist das gut. Gerade zu Communities of Practice, in verschiedenen Unternehmen die Erfahrung gemacht, eine Community of Practice, die nur, ich habe deswegen bewusst geschrieben, noch mehr Gerede und nur Gerede, die sich nur trifft, um sich auszutauschen, ohne das jetzt schmälern zu wollen, verliert ganz schnell an Wert und Beteiligung. Also das ist, man trifft sich, dann sitzt man eine Stunde zusammen, das ist das erste Mal nett, da lernt man sich kennen, das zweite Mal ist auch noch okay, das dritte Mal und dann kommt Jahresendgeschäft und dann geht keiner mehr hin. Dann ist immer die Frage, was für einen Wert hat das, wenn keiner hingeht. Aber das ist ja gut, dass ich das Mikro jetzt habe, da kann ich direkt was zu sagen, denn ich würde mich auch der Vorrednerin ein bisschen anschließen. Per se ist es nämlich nichts Schlechtes, gerade in bestimmten Professionen so ein paar gewünschte Silos vielleicht zu haben oder wo es auch wichtig ist, dass die Leute genau in ihrer Disziplin genauso arbeiten können. Das, was du da beschreibst, kannst du für jedes andere Meeting oder im Kontext auch benutzen, dass Leute nur hingehen, um zu reden und immer dann passiert das besonders stark, wenn nicht klar ist, wofür dient das Ganze hier und derjenige, der sich darum kümmert, hat dann auch nicht nur die Governance, vielleicht auch die Moderation und stellt sicher, dass dann auch die Gruppe, die Gilde oder was auch immer für einen Interessenkreis dafür sorgt, dass genau das am Ende auch bei rauskommt oder frühzeitig festgestellt wird, hör mal, das bringt uns hier nicht weiter, lass uns das in der Form einfach nicht weitermachen. Aber so gewollte Dinger von innen finde ich grundsätzlich über Sinn und eine gute Sache. Also das ist vielleicht eine gute Zwischenbemerkung nochmal, um auf unsere eingangs gezeigtes Fazit. Die haben alle in irgendeinem Kontext sicher Sinn. Man muss es nur halt richtig machen. Ich sehe euer Titel 20 Tools, die garantiert nicht helfen. Man könnte auch sagen, 20 Tools, die nicht garantiert helfen, könnte man natürlich auch sagen. Stimmt, Änderst schnell. Nein, auf der Fazitfolie, ganz am Ende, sonst ist die Überraschung weg.
Die spannende Frage bei COPS zum Beispiel auch, wenn man sagt, wir haben Governance-Funktionen, also das heißt, wir müssen Entscheidungen treffen als Gruppe, ist so spannend. Also die finde ich, kann sehr sinnvoll und hilfreich sein, wenn ich Menschen da drin habe, die einmal wissen, wie man Entscheidungen trifft und die auch das Bewusstsein und Vertrauen haben, Entscheidungen treffen zu dürfen. Also das muss man lernen. Und das, was ich häufig sehe, ist, die werden da reingeschmissen, sollen irgendwas entscheiden. Aber das Einzige, was sie machen dürfen, ist sozusagen hinter den Ärger einheimsen. Und dann ist das natürlich nicht hilfreich. Dann will ich natürlich auch keine Entscheidung treffen. Ja. Wenn Leute zu Gilden nicht hingehen, muss das nicht heißen, dass Gilden schlecht sind oder COPS oder COIS. Es kann auch heißen, dass etwas anderes im Unternehmen nicht gut funktioniert. Zum Beispiel, dass sie sich nicht trauen, weil sie glauben, keine Zeit zu haben. Und dann muss man ganz woanders hinschauen. Ja, aber vielleicht gehen wir gleich auch mal weiter. Oder das, was mir auch noch wichtig war zu sagen, es geht auch in Falschrichtung, ist tatsächlich, also wenn ihr vorhabt, sowas einzuführen und ihr wollt damit etwas ändern im Unternehmen oder die Aufgabe so einer Gilde ist, irgendwas zu ändern, dann müssen sie das auch tun. Ne? Die müssen enabled sein, die müssen wissen, wie ändern sie denn irgendwas und die müssen das auch schnell tun. Ne? Also nicht, dass da so eine Gilde steht wie, ja, wir machen mal eine Softwarearchitektur-Gilde und die beratschlagen dann 2 Jahre darüber, welche 11 Gebote für Softwarearchitektur sie denn eigentlich haben wollen, kommen dann vom Berg runtergestiegen und es interessiert keinen mehr, weil die alle sowieso schon weitergegangen sind. Ne, wenn es die Aufgabe ist, die müssen eine Softwarearchitektur festlegen, dann muss man auch dann gucken, okay, die haben jetzt Gilde hin und her, die haben jetzt tatsächlich auch mal 4 Wochen Zeit, dann muss das erste Ding da stehen, so pum, und nach einem weiteren Monat wird das retrospektiert und dann nochmal geguckt. Und vielleicht ist dann irgendwann die Gilde auch schon mal so weit, dass sie auch gar nicht mehr existieren muss, weil sich dieser Prozess der Entscheidung, wer ist denn eigentlich für welche Standardisierung zuständig, auch irgendwann ins Unternehmen verteilt hat. Ne, das ist aber ein sehr gutes Beispiel vielleicht noch, dass es in vielen größeren Unternehmen solche sich austauschenden Softwarearchitekten gibt, die das schon tun. Und wenn das Ziel ist, über solche Communities of Practice und Gilden mehr Beteiligung zu kriegen, dann hilft es nicht, wenn die gleichen Leute jetzt sagen, sie treffen sich in der Gilde. Oder genauso dort arbeiten und nach 2 Jahren in der Gilde dann mit dem neuen Softwarearchitekturentwurf um die Ecke kommen. Also wenn man etwas verändern will, muss man auch was verändern. Und das verändert sich nicht dadurch, dass man ein Tool einführt. Nicht zwingend. Da wir gerade über das Fazit gesprochen haben. Ja? Ich wollte fragen, ob ich mir was wünschen darf. Ja, klar. Noch ein Zusatz zu dem Fazit. Falk hat es auch so schön angesprochen gerade. Diese Tools, die sind ja nicht per se gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie man sie nutzt. Und ich würde zum Fazit beisteuern, kenne dein Problem. Hoch oder runter? Ja, genau. Erster Punkt, wisse, wozu du etwas machen willst, und zwar vorher. Wir haben auch eben, wir haben die nur ganz kurz gezeigt, weil eigentlich haben wir ein schlechtes Gefühl damit, es am Anfang zu zeigen. Also ich wollte nochmal tatsächlich gezielt eigentlich auf das Problem eingehen, weil nur zu wissen, dass man ein Problem hat, reicht noch nicht. Also mir geht es auch um die Frage, was habe ich da vor mir? Kann ich das mit einem Rezept einfach irgendwie totschlagen, das Problem, oder nicht? Ne? Kompliziert und komplex und so weiter. Und ich glaube, es ist wert, sich darüber echt Gedanken zu machen, welches Tool wende ich da jetzt wie an oder vielleicht auch gar kein Tool. Oder auch gar kein Tool. Ich meine, ihr könnt ja mal gucken, hier stehen jetzt ja nur 20 Dinge und ich bin mir sicher, die meisten von euch werden viele von diesen Dingen in ein oder auf anderer Form einsetzen. Und das ist ja, so ein Tool ist ja auch sehr schnell dazu geneigt, einfach so zu bleiben in seiner Struktur, in seiner Form. Aber jetzt ändern sich ja auch, ne? Organisationen ändern sich, Teams ändern sich, Kollaborationen ändern sich, Märkte ändern sich. Und da muss man halt genau gucken, warum machen wir jetzt eigentlich welches Tool? Hat das noch seinen Sinn? Ganz oft, wie gesagt, machen die einfach Sinn und es ist total sinnvoll, die zu tun. Aber es gibt sehr viele Situationen, wo die dann tatsächlich sinnlos werden. Und dann sollte man wirklich sie abschaffen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, über noch ein paar andere Tools zu reden, oder? Ja. Was haben wir noch? Nee, du hast schon so viel gesagt. Das, Du darfst nicht mehr. Du kannst schon mal Mittagessen gehen. Du kannst aber auch vorkommen zu uns, da müssen wir das Mikro, können wir so. Das ist gut. Daily Stand-Ups, ja. Machen wir uns Kollegen im Marketing, sagen wir mal jetzt Daily Stand-Ups und dann sind wir agil. Ne? Dann stellen die sich halt mit ihrem Teamleiter dahin und dann berichten die dem halt eine halbe Stunde jeden Tag, was passiert. So, ne, so eine einfache Geschichte, wo es nicht geht. Habt ihr irgendwie noch andere Beispiele, wo so Daily Stand-Ups nicht helfen, agiler zu werden? Würde ich gerne mal wissen. Wenn. Du kriegst gleich dein eigenes Mikro, glaube ich. Ihr traut euch durch euch alle auch mal was zu sagen. Also ich merke das tatsächlich ganz doll, dass Dailies nicht helfen, wenn man Teams hat, die keine Teams sind. Wo sich alle gegenseitig immer nur erzählen,
ja, ich habe gestern das gemacht und deswegen konnte ich das nicht machen und die anderen hören gar nicht zu, weil es sie nicht interessiert. Wenn im Daily über das gesprochen wird, was sowieso schon auf dem Board steht. Und wenn zum PO gesprochen wird. Ich wollte es auch sagen. Wichtig ist, dass ein ehemaliger Projektleiter oder ein PO da ist, dass alle dem reporten können. Dass ein Stand-Up da ist, um sequenziell bilateral Status abzugeben. Ja. Ich ergänze, und wenn berichtet wird, dann nicht dazu, wie ich das Sprintziel weiter nach vorne gebracht habe oder bringen werde oder was mich oder das Team behindert, sondern dass ich mich gestern mit der Datenbank beschäftigt habe. Ja, ich wollte eigentlich auch nur an Falk wieder anschließen. Also ein schönes Beispiel ist für mich dieses berühmte Scrum of Scrums. Wenn man irgendwie mehrere Teams hat und man verordnet dann von außen, ihr müsst euch irgendwie austauschen und so, weil da gibt es ja Abhängigkeiten und irgendwie merken die aber selbst, die haben gar kein gemeinsames Problem. Also meistens zerfällt das dann gerne wieder nach 2-3 Mal. Ich will ganz kurz meine Lieblingsgeschichte erzählen zum Daily Stand-Up. Das kann ich auch mal machen, weil das sind keine Kollegen hier, die mit in dem Unternehmen waren. Ich habe mit einem Scrum Master gesprochen, habe ihn gefragt, wann macht ihr euer Daily Stand-Up, dass ich da mal dazukommen kann und mir das anschauen kann. Und der Kollege sagte, ja, wir machen das täglich, so, ja, das ist schön. Ich kann dir nicht genau sagen, um wie viel Uhr. Okay, gut, das hat sicherlich einen guten Grund. Warum kannst du mir denn nicht sagen? Wieso? Naja, du weißt ja, bei uns der Chefarchitekt, der auch dieses Produkt mit entwickelt hat, der sagte, dass er hätte Schwierigkeiten mit diesem festen Termin, es würde ihn dann nämlich aus seinem Arbeitsfluss reißen. Und deswegen macht er, wenn er Pause machen kann, ruft er das Team zusammen zum Daily Stand-Up. Und das wirklich für mich Erstaunliche war, dass ich mit dem Kollegen gesprochen habe und gesagt habe, naja, aber also dir ist schon klar, dass dann alle anderen rausgerissen werden. Ja, stimmt. Na, also, die haben formell Daily Stand-Up, sie haben formell Scrum wirklich nach dem Buch gemacht, aber es hatte halt nicht so viel Wert. Ganz wichtig im Daily Stand-Up, dass das total gut funktioniert, sind viele inhaltliche Diskussionen, oh ja, die man dann führen muss und Entscheidungen, die man da treffen muss. War da hinten noch? Nee, ich glaube erstmal nicht, oder? Da. Was in den Dailies auch immer super ist, wenn die Leute da stehen, ja, ich hab nix. In Klammern denkt man sich dann, die letzten 12 Stunden gemacht. Ich guck dann sollte nach. Eigentlich der Fokus auf dem Sprintziel liegen und was man denn fertig gemacht hat, ne, und was man heute fertig macht. Und wenn sich dann einer 4 Tage hinterher sagt, ja, läuft, ne? Oder ne, ich mache ja eh die App und ihr macht das Backend. Ne, ist die Frage, ob das dann so hilfreich ist, dem Prinzip hier noch Beihilfe zu leisten. Okay. Oder wenn die Leute aufzählen, ja, ich war morgen in dem Meeting und in dem Meeting und der Nächste sagt dann, ja, ich war auch in dem Meeting, ich war auch in dem Meeting und der Dritte sagt dann auch, ich war auch in dem Meeting, ich war auch in dem Meeting. So, kann man ja einfach die Kalender gegenseitig teilen, dann braucht man das Meeting nicht mehr, ne? Ich gucke nachher mal aufs Board, was ich mache. Das also das klingt jetzt alles ziemlich witzig, ist natürlich total furchtbar, ne, und auf Dauer richtig schädlich für ein Team, wenn sowas existiert und man kriegt das gar nicht richtig mit oder man ist im Team selber schon, ist ja ein Ritual, ne? Man macht es jeden Tag und jeden Tag, was es unheimlich schwer macht, selber für sich nochmal zu reflektieren, ist es überhaupt das, was wir damit wollen? Aber man ist in der agilen Transformation der Organisation sehr weit, weil jedes Team macht einen Daily Stand-Up. Ja, das ist meistens der erste oder zweite Schritt, ne? Nach den Retrospektiven. Viele Teams machen auch ein Sit-Together und einer bedient dann noch Jira dabei. Ah ja, genau, das ist gut. Der kann direkt dann zum Sync kann er dann Jira updaten. Ja, damit das dann klar ist. Okay. Neues Thema? Genau, so, noch was zu dem Thema? Ja, ich höre nur, jeder, der den Scrum Guide aktuell gelesen hat, sieht die 3 Fragen da drin. Und ich persönlich hasse die, weil die immer anfangen mit dem, was war denn eigentlich gestern? Das leitet einen dazu, über ein Reporting zu machen. Das ist quasi sozusagen, deswegen bin ich da ein Freund von, sozusagen die erste Frage frühestens an die letzte Stelle zu stellen. Das ist ein guter Tipp. Hat sich ein bisschen geändert, der Scrum Guide. Ein bisschen geöffnet zumindest. Noch ein Thema. Noch ein anderes Thema. Was denn? Selbstorganisation. Selbstorganisation, das ist gut. Wer, du hast direkt die steile These. Darf ich? Super. Ja, also die steile These ist,
es dürfte da nicht wirklich stehen. Also ich glaube, es ist kein Tool. Selbstorganisation ist ein soziales Phänomen, das immer passiert. Und es kann auch nicht nichts funktionieren. Es sucht sich nämlich seinen Sinn selbst. Ich glaube, wenn Leute sagen, sie funktioniert nicht, dann meinen sie damit, es kommt was anderes dabei raus, als ich mir gewünscht habe. Das ist aber nicht das Problem oder der Fehler der Selbstorganisation, sondern wahrscheinlich ein Fehler in der Organisation oder im System. Ist natürlich auch relativ plakativ, ne? Da geht es aber schon, also es gibt tatsächlich Sachen, wo Situationen, wo das als Tool eingesetzt wird. Nehmen wir mal an, ne? Man sagt, Management wird gesagt, hier, guck mal, ihr müsst jetzt ja loslassen, ne? Team übernimmt Verantwortung, das nennt man Selbstorganisation, super, machen sie, ne? Direkt, keine Ahnung, Beispiel, so klassisches Beispiel, Team darf direkt neue Leute einstellen. Ne? Von Manager hat sie vorher eingestellt und dann Team stellt die alle ein. So, pum, ohne irgendwelche Delegationsstufen dazwischen, also kann natürlich gar nicht klappen, weil das Team weder weiß, wie viel Gehalt man denn jetzt so einem neuen Bewerber überhaupt anbieten muss. Die kennen nicht die personalrechtlichen Grundlagen dafür und außerdem wissen sie auch nicht, welche Kriterien da so gut sind. Das ist so ein Beispiel, wo du sagst, das wird auch heute relativ häufig gemacht, wo man sagt, ja, wir wollen ja selbstorganisierte Team, deshalb machen wir den Rahmen so weit, dass die genug Platz haben, sich selber zu organisieren, aber die stürzen damit das Team halt einfach nur ins Chaos. Ne, deshalb ist das eigentlich so mit so die hohe Kunst zu gucken, damit das wirklich Selbstorganisation sich entwickeln kann, was den Rahmen zu setzen, der gerade sinnvoll ist für das Team und für die Reifegrad und Situation des Teams oder des Mitarbeiters oder der Einheit oder was auch immer. Also ich bin auch bei dir, Selbstorganisation ist nicht das Problem, ne? Aber zu sagen, wir machen jetzt Selbstorganisation, ist auch nicht die Lösung. Bei uns war ein schöner Erkenntnisgewinn, dass wir Delegation Poker gespielt haben mit Gruppenleitern und dem Team. Und der Gruppenleiter dachte, er ist total agil und sagte zu allem, 7, macht ihr das? 7, macht ihr das? Das Team so, nein, 3, 5. Also viel weiter als 5 kamen wir gar nicht, weil wir gesagt haben, du hast auch einen Job und den tust du. Beschaffe uns das Budget, kläre diese Sachen ab, wie das ins Unternehmen passt. Das wollen wir auch gar nicht. Und dann funktioniert das ganz gut. Und das ist nicht so nach dem Motto, macht ihr mal und Manager machen Urlaub. Ich würde gerne die These in den Raum stellen. Also wer wurde denn von euch hier in dem Raum hier heute hingeschickt? Wer ist geschickt worden? Keiner. Das ist auch der Beweis, dass Selbstorganisation funktioniert. Also Selbstorganisation, jeder Mensch ist selbstorganisiert, sonst hätten wir uns heute hier nicht getroffen. Das funktioniert sehr gut. Ich glaube, was wir meinen, ist eine Art der Zusammenarbeit und damit wird auch deutlich, dass es nicht Führung und Team ist, sondern wir sind als Menschen anders sozialisiert als das, was wir jetzt auf die Beine stellen müssen. Also wirklich dieses gemeinsame, selbstorganisierte Teams zu werden, in all seinen Rollen und Funktionen, wie sie da sind, gemeinsam. Ich glaube, das ist es eher. Das ist es eher. Und trotzdem ist es leider heutzutage so ein Schlagwort, dass man das sehr gut einsetzen kann, wie das, nachdem wir Retros und Dailies gemacht haben, ist Selbstorganisation das Nächste und danach machen wir Safe oder so. Und dann sind wir fertig. Dann ist das Change-Projekt abgeschlossen. Das, was ich auch erlebt habe, deswegen finde ich es auch wichtig, dass es da steht oder dass wir darüber sprechen, ist, das ist eben schon angeklungen, ne, dass ich auch Unternehmen erlebt habe, die in denen nach bestem Wissen und Gewissen auch die Führungsmannschaft das auch wirklich wollte. Ne? Also es ist nicht so kein, also wie eben mit dem Delegation-Projekt, sondern sie wollten das wirklich. Der Grund war aber ein anderer. Es gab eine Reihe von Führungskräften, die vorher schon nicht die Verantwortung übernommen haben, die sie hätten übernehmen müssen. Und jetzt können sie sagen, das ist ja alles selbst organisiert und wenn das jetzt nicht funktioniert, ist das Problem einfach verlagert. Und deswegen, wir hatten das gestern in dieser interaktiven Session auch, ist es mir so wichtig zu sagen, es geht, wie es hier auch schon anklang, es geht nicht um Selbstorganisation, weil selbstorganisiert sind wir alle. Sondern es geht um eine bessere Art der Zusammenarbeit im Team. Und das zu erreichen braucht Führung, nicht zwingend Management und Führungskräfte. Und das sind ganz andere Themen und da will ich auch so ein bisschen, deswegen mit diesen Tools, ne, da wollen wir drauf hinaus, es ist einfach in diesem ganzen Thema agile Transformation, so Schlagwort, das beste Beispiel ist Spotify-Modell. Ne, wenn man den Henrik Nieberg fragt, es gibt kein Spotify-Modell und den größten Fehler, den er gemacht hat, war dieses White Paper zu veröffentlichen. Weil jetzt alle das Spotify-Modell machen, mittlerweile arbeiten die wahrscheinlich schon wieder ganz anders. Also man hört irgendwie, oh, agile Teams, die machen Scrum und da brauchen wir Gilden und so und dann wird das irgendwie eingeführt. Man hat auch so halb verstanden, warum. Aber am Ende funktioniert es nicht, weil man nicht wirklich verstanden hat, wozu man das tut. Wir bringen häufig genug irgendwelche Wörter in. Wir versuchen uns einfach in Tools zu packen. Da gibt es irgendwas, da machen wir jetzt ein Tool draus.
Und das ist ähnlich, weil es ist auch schon ein paar Mal gefallen, wie mit Führung. Führung ist ursprünglich mal irgendwie eine Aufgabe, dann kann man das auch als Rolle bezeichnen. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das als Phänomen erlebe. Wenn ich einfach sehe, da passiert gerade eben Führung. Das ist einfach so. Und genauso ist es eigentlich auch mit Selbstorganisation. Wirkliche Selbstorganisation erlebt man als Phänomen und die kann plötzlich irgendwo da sein und die kann auch aufgrund irgendeiner kleinen geänderten Rahmenbedingungen sofort wieder verschwinden und dann vielleicht nie wiederkommen oder eben es kommt wieder. Aber es ist, also ich erlebe Selbstorganisation als Phänomen. Ich kann das nicht anders beschreiben. Ja, und da kann man wunderbar drauf aufsetzen. Das ist ja gar keine Selbstorganisation, die wir machen. Also ich meine, das wird uns ja gesagt, dass wir uns selbst organisieren sollen. Und da ist ja der Sinn des Wortes schon ad absurdum geführt. Und wenn man dann darüber redet, warum sollte man das machen, dann wird noch gesagt, naja, das funktioniert alles besser und motivierte Leute und so weiter. Das ist doch selbstverständlich. Ja, und dann ist das auch schon wieder nicht selbst, sondern... Jetzt sei doch mal selbst organisiert. Genau. Wenn du jetzt mal selbst organisiert wärst... Dann wären wir schon agil. Und deswegen gebe ich recht, das Phänomen ist, wenn man es entdeckt, weil es selbst funktioniert hat und nicht, weil es jemand gesagt hat, dass man es selbst machen soll. So das klassische Beispiel, wenn man sagt, ja, bei uns übernimmt ja keiner Verantwortung, ne, dann ist es vielleicht auch nicht durch ein Tool gelöst, was die Verantwortung dann Übernehmer macht, sondern vielleicht steckt da noch was anderes hinter. So, die Zeit ist schon weit vorausgeschritten. Wir können gerne noch, wahrscheinlich können wir das nicht halten, um Viertel nach Schluss zu machen. Wir können gerne noch ein Thema besprechen. Steht das da tatsächlich auch drauf? Nein. Nee, aber können wir auch drüber sprechen? Da hatten wir eben keine Zeit für, das noch aufzuschreiben. Ach Mist. Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem, wo wir eben drüber gesprochen haben. Wer hat denn Management abgeschafft? Einer. Wer glaubt daran, dass das... Also, tatsächlich, am Ende ist es das Gleiche wie zum Thema Selbstorganisation. Die Annahme, also man könnte Management einfach abschaffen und wäre dann in einer agilen Organisation. Das ist totaler Quatsch. Ich kann auch da aus die Geschichte, die ich eben erzählt habe, von diesem Typ mit dem Daily, im gleichen Unternehmen, die haben von einem namenhaften, bekannten Beratungshaus, die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, haben sich mehrere Monate mit mehreren Trainern Scrum einführen lassen. Und diese Trainer hatten so viel Verständnis von Scrum, dass sie gesagt haben, also ganz wichtig, Scrum kennt keine Rollen, wir schaffen das Management ab. Natürlich nicht das echte Management, sondern nur die Teamleiter, aber die Teamleiter waren dort so ein bisschen heilige Kühe, weil die Kultur in dem Unternehmen war, ich acker wie blöde und ich bin bekannt bei meinem Chef und dann werde ich zum Teamleiter ernannt und dann hören alle auf mich, so. So hat es funktioniert in dem Unternehmen. Und dann kommen halt so drei Hansel und die sagen, so jetzt schaffen wir euch mal ab. Das hat für die agile Transformation des Unternehmens nicht so richtig geholfen, weil man natürlich die höchste Anerkennung bei den Mitarbeitern hatten, die größten Gegner dieses Frameworks waren. Und diese Annahme, man könnte jetzt, man sollte agil arbeiten und dafür muss man von jetzt auf gleich Management abschaffen, dass da entstehen Vakuumlöcher oder sonst was, das funktioniert einfach so nicht. Außerdem eine Anmerkung noch. Ich persönlich finde das auch extrem respektlos den Menschen gegenüber. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Großteil der Menschen aus gutem Grund in dieser Position ist. Da kann man dann auch geteilter Meinung sein, aber gehen wir mal davon aus. Dann haben die ja eine Berechtigung, warum sie da sind, wo sie sind. Die haben gute Arbeit gemacht, deswegen haben sie ihren Karriereweg dorthin gemacht. Und es gibt viele, die haben Mitarbeiter, die sehr zufrieden mit ihnen sind. Und denen jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt alles anders, wir brauchen euch nicht mehr, ist einfach nicht gut für die Kollegen. Das schreit auch wieder danach, dass das so eine Art von Tool ist, wo man sagt, ja, es ist sehr komplex ist und wir machen das jetzt erstmal simpel und dann haben wir ein simples Tool und dann müssen wir uns nicht mehr um diese komplexe Geschichte kümmern. Natürlich muss man das und vielleicht muss man auch Management abschaffen irgendwann, vielleicht, aber vielleicht nicht so schnell und nicht, indem man es einfach abschaltet. Ja, gerade zu Beginn der agilen Transformation brauchen Menschen Sicherheit und Teamleiter als bekannte Personen und Bezugspersonen können diese Sicherheit bieten. Und das, was Daniel gerade beschreibt, erlebe ich auch gerade sehr aktiv bei zwei
Kunden, wo offensichtlich eine Managementberatungsfirma genau diese steile These rausgekegelt hat, wir müssen erstmal Teamleiter abschaffen. Eine Managementberatungsfirma? Ja, so ein klassischer, ich weiß nicht, ob es... Das ist lustig. Nein, McKinsey's oder ich weiß nicht, ob es BCG oder Mackies waren, aber aus der Ecke kommt gerade sehr aktiv, erlebe ich, rund um agile Transformation diese These, okay, setzt ein Team auf, organisiert euch um und schafft eben Teamleiter ab. Finde ich super gefährlich. Ich sehe das da halt, also alleine dieser Begriff Management abschaffen ist natürlich schon sehr gewagt, finde ich, weil das ist so wie Führung, irgendwo wird sie passieren, genauso wird irgendwo Management passieren. Das ist ja sozusagen Kontroll- und Leitungsorgan für irgendeine Stelle. Die Art der Veränderung im Management, die wir sehen wollen, ist also, ich bin für chaotisches Management. Das heißt, da gibt es keine erkennbare Ordnung, das funktioniert manchmal auch ganz gut. Aber der Teil, der sehr spannend ist, dass der halt nur nicht an bestimmte Menschen gebunden sein muss, so wie wir das im Moment haben. Sondern dass wir die Managementfunktion zum Beispiel in unseren Prozess übergeben. Dass wir durch Transparenz, Inspektion und Adaption Management haben, ohne dass es vielleicht ganz explizit jemandem zugeordnet ist, der Manager ist. Deswegen ist tatsächlich Management abschaffen für mich sogar eine ganz gefährliche These. Eine These, die mir jetzt gerade so gekommen ist, ist eigentlich, also was gibt man den Managern genau in so einem Zeitrahmen? Sie haben bestimmte Aufgaben, das haben wir ja festgestellt, weswegen wir sie nicht abschaffen können. Aber eigentlich müssen die ja diesen Weg beschreiten und sich, sage ich mal, eine neue Rolle schaffen oder eine Lücke suchen in diesen neuen Sachen, dass sie sich quasi mehr oder weniger selbst, ich sage es mal, abschaffen und vielleicht nicht mehr als Titelmanager fungieren, aber genau diese Lücken stopfen, die die selbstorganisierten Teams nicht irgendwie haben. Was an formalen Strukturen abgeschafft wird, entsteht an informalen Strukturen. Und wenn man sich derer nicht bewusst ist, kann man in einige Fallen laufen. Ha. Ha, sehr gut. Fazit. Ich habe die Uhr im Blick. Genau, wir haben es eben schon mal gesagt. Ne? Und kam im Gespräch auch. Klar, wichtig ist zu wissen, vorher zu wissen, wozu ich eigentlich etwas tun will. Nur dann kann ich auch die Richtung in die Richtung weitergehen und vielleicht feststellen, das Tool ist gar nicht das Richtige oder noch nicht das Richtige oder nicht mehr das Richtige. Und was wir auch als häufiges Problem erleben, ist, dass Menschen entscheiden, Tools einzuführen, die diese Tools gar nicht kennen und gar nicht wissen, wofür die da sind. Ich glaube, das Beispiel mit den Retros, die nicht gut moderiert sind, ist halt genau so eins. Ne? Das macht halt einen riesen Unterschied, ob ich das Tool wirklich beherrsche oder nicht. Ja. Und das ist mein Herzensthema, Inspect and Adapt. Regelmäßig, immer. Egal bei was. Das muss nicht die eine Retro, das habe ich auch schon. Teams, die gesagt haben, oh, da können wir jetzt nicht drüber sprechen, lass es uns in der Retro machen. Aber das Problem brennt jetzt. Lass uns mal kurz drüber reden, wie wir das so. Also immer gucken, warum habe ich oder wie habe ich etwas getan? Hat das funktioniert? Kann ich es verbessern, um anders weiterzukommen? Das letzte, Änderungen. Also ich glaube, wir leben ja auch jetzt wieder so in so einer Phase, wo das recht schnelllebig ist. Viele neue Buzzwords steigen wieder auf. Ne? Dann hatten wir ja jedes halbe Jahr ein anderes Thema. Dann wird es von Scrum, wird es zu Agile, wird es zu Kanban, wird es zu Lean, wird es zu Safe, wird es zu Beyond Leadership oder jetzt Beyond Agile. Was auch immer, dooferweise vergessen halt die meisten dabei, die Änderungen, die sie zu planen, auch wirklich durchzuführen, die man eigentlich braucht. Ne? Also wenn du was verändern willst, musst du tatsächlich etwas ändern. Und das meistens ist es halt leider so, dass es schmerzhaft ist, lange dauert und nicht immer gelingt. Ne, deshalb ist es so eine Sache, wo man sich fragen muss, okay, habe ich jetzt wirklich was geändert? Also wenn ich jetzt so ein Tool einsetze, verändere ich damit irgendwas? Oder genüge ich nur irgendeiner Checkliste, damit ich zum nächsten Punkt gehen kann, der ja viel cooler ist? Weil wenn ich das Tool einsetze, kann ich endlich zu meinem coolen Punkt kommen. Ne? Aber leider. Gut, damit sind wir zeitmäßig und vortragsmäßig am Ende. Vielen Dank.